Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ja, wir sind hier. Wartet, ich wollte noch gucken. Wir sollen ja jetzt Evelyn vernichten. Die Kleine. Hier kann man nichts machen. Ah, das ist meine Hündin. Die hört gleich auf. Ah, Flammengranaten. So war ich nicht ganz. Richtig. Oh Mann, ey. Sorry. Hätte mich fast erschreckt, aber nein. Ich weiß ja, dass das sie ist. Beim nächsten Paar tue ich sie aus dem Zimmer. Das geht gar nicht. Das geht doch gar nicht mal. So, hier ist glaube ich nichts mehr. Egal, schauen kann man trotzdem. Auf jeden Fall sind hier voll viele Fische. War das ein Dingschiff? Ein Tanker mit Fischen? So, finden wir Evelyn und machen sie endlich platt. Wie man so sagt. So, kann man noch ein bisschen von Chip sehen. Bisschen. Ach nee, wir müssen rüber. Geh doch. Na gut, dann wollen wir mal. Hey Fischi. Mich würde interessieren, was das für Fische sind, ne? Wäre nicht schlecht. Kann ich eigentlich unten gucken? Ne. Aber wenn ich hochgucke, passt auf. Nochmal. Da wird meine Sicht so wässrig. Ah, da. Okay. Ja, was ist das? Pistolenmunition? So. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz. Oh, Moment. Es gab einen Einsturz der Patterson-Mine. Turin und Beckford sind tot. Und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist so instabil. 19. Februar 1982. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Ich glaube, du bist noch nie wieder nach Hause gekommen. Abercrombie, Salzberg, Saudale. Sumpf. Beobachten die uns von diesen Hubschraubern aus? Ach ja, ich habe die Gläser von der VR-Brille sauber gemacht. Wenn man hier etwas drunter schwitzt, dann muss man das auf jeden Fall sauber machen, weil man dann kaum was sieht. So. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Du wissen mir Bescheid. Schiff, Sumpf, Labor. Schiff, Sumpf, Labor. Oh, Money. So. Ich
Ich habe schon mal gerade gespeichert, weil ich das sauber machen wollte und wäre doof, wenn ich das dann nochmal machen müsste. So. Flinte nehme ich auf jeden Fall mit. Maschinengewehr kann man mitnehmen. Ach ja, wir haben noch Münzen bekommen. Warte. So. Die sieht doch geil aus, oder? Friendos? Und wir haben natürlich auch Munition für sie. Na, wo ist das? Ach, habe ich wieder andersrum. So. Eine großkalibrige Schusswaffe hat eine enorme Durchschlagkraft, aber auch einen starken Rückstoß. So, schauen wir uns die mal an. Hallo. Ich würde jetzt sagen, es ist eine Magnum. Aber ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht. Was wir brauchen, Granatenwerfer, Brenner. Die kann ich ja mitnehmen und die. Wenn welches besser? Na, die, ne? Ja. So, dann brauche ich Pistolenmunition, verbesserte Munition, Flintenmunition, ja, Maschinengewehr. Wieso nicht, ne? 300 leck ich Arsch. Auf jeden Fall Arznei. So, und ich denke. Ne, das brauche ich erstmal nicht. Dietrich. Ich würde interessieren, wozu ich den Dietrich noch brauche. So, gut. Dann habe ich das. Mensch, Dingsmunition habe ich ja genug, ne? Pistolen. Ja. Na gut. Evelyn suchen. Messer. Ja. So. Hier empfiehlt sich Mac. Ich habe hier dieses Psyo bla bla. Kann ich hier mal. Moment, wo ist Mac? Hallo. Hallo. Ja, wenn man richtig gut zielen kann, ist die Waffe nicht schlecht mit der verbesserten Munition. Nur halt, wenn man richtig zielen kann. Also besser gut zielen kann, ne? Komm her, dich mache ich mit einer Schrotflinte fertig. So, hat sich's. Und ich auch. Oh, auf einmal so fucking hell. Oh nein, komm her. So. Pistolenmunition.
Startgeschwindigkeit. Ja, super. Vierundvierzig. Ja, das ist, wenn man in einem Survival-Horror-Spiel viel Munition sammelt. Also spart. Pistolenmunition weg. Was habe ich hier noch? Zu viel. Ja, Chemikalien und Chemikalien so. Mann, wieso mache ich es so? Ja, was habe ich gerade aufgehoben? Naja. Moment, ist das diese Ja, gut. Dann gehen wir mal zum Salzberg. Der Salzmine. Hey, du sollst doch auch gehen. So. Habe ich davon. Oh, dann schieße ich erstmal damit rum, ne? Oh, auf einmal so dunkel. Erinnert mich irgendwie an Outlast. Das sieht aus. Das sah auch so aus. Jetzt geh doch durch. Okay. Aua. Ja, komm her. Mann, bist du hässlich. Tsching. Außerhalb des Spielbereichs. Ja, ich weiß. So, eins. Haben nicht hier welche? Ja doch, ich weiß es. Ja, eins, zwei. So. Okay, als nächstes bist du dran. Das sieht jetzt cool in VR aus. So. Oh. Ja, da kommt mal her. Nein. Dead. Weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass da zwei von denen kommen. Hab ich wohl verpasst. Vierbeinige Molded. Diese Variante hat zwar geringe Gesundheit, aber läuft auf alle Vieren und ist schnell und wendig. Wenn die Kreatur innehält, sollen sie sich nicht lange zögern und schnell abdrücken. Ob man Fernsehender, Nervengranaten, gezierte, ja, ich weiß.
Ja, am besten ja, nehme ich die Shotgun. Wie viel habe ich noch? 25. Das geht. Dann komm her. Hey, kommen die jetzt doch nicht, oder was? Fick dich, Alter. So, zeig mal. Okay. Steht hier nicht. Okay. Ich hör dich. So, jetzt aber. Scheiß drauf. Einfach schieben, einfach schieben. Nein! Schaden, ne? Okay. Weiter geht's. Hier gibt's bestimmt nichts mehr. Nee. Ja, auch nicht. Okay. Ah, okay. Doch nicht falsch gehört. Oh, schade. Egal, jetzt hab ich's mehr. Aha. Bedeutet, dass hier Lukas auch war. Lukas. Ja. So. Gesendet Freitag, 16. Januar 2015. 0 Uhr 42. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. So sieht nicht nur, sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist das ein bisschen krank? Gesendet Freitag, 4. November 2015, 2.10 Uhr. Mia, das Mischstück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling. Und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Gesendet Freitag, den 1. September 2016, 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia... Moment. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Scheiß-Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein?
Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall scheint das nicht gesund zu sein. Krauts. Dieser Bericht beschreibt im Detail die aufgetretenen Symptome, wenn das Innere der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten, und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunlich regenerative Fähigkeiten. Im Experiment entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirts mit denen des E-Serie Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serienvermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutationen unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Ist hinten noch was? Nee. Schauen wir uns das mal an. Aha. Okay. Jetzt wird man hier sozusagen bombardiert mit Informationen. Ganz am Ende fast. Super, ne? Naja. Oh. 10 Minuten nach der Dosis, tot. 12 Minuten nach der Dosis, was stand da? Kalifikation der Zellen. E-Nekrotoxin, E-Serie Dosierungstest. 5 Minuten nach Dosis, erbrechen. Sieht nicht so toll aus. So, sonst gibt's hier nichts. Ja. Oh, ich wollte es lesen. Egal. So, jetzt können wir das ganz lesen. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Nur die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Okay. Ich habe nie gesehen, was das ist. Jetzt weiß ich ja, was das ist. E-Nekrotoxin. Seht ihr das? Sieht aus wie ein Mensch. Medikamente. Okay. Aber ich will Seiten. O7. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren
Konzepten im Rahmen der Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma Interiert, um Unterstützung durch technische Hilfe des HCF, eine Biowaffe, zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalen Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die Next-Best-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigenen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es kein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stützen, also bestimmt selbst die Umbrella-Organisation von Umbrella sich darauf unterstützen. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von gewesen. Den erstaunlichen fortgeschrittenen Vicarians Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamzet bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder Biowaffe sah vor, dass Mutanixetgnom einen menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen. Moment, wo ist mein... zuzuführen? Hier muss ich eigentlich sein. Naja. Zuzuführen und dieses dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontinuierlichen Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierte Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktiablen und fehlerbehafteten A und D bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwas zehnjährigen Mädchens ausgewählt. Um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig Mutamunizet nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuschneiden. Ja, es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns... super. Okay, ich muss hier dann einen Schnitt machen und dann sehen wir uns wieder zu neuen Part Resident Evil 7 VR. Ciao.